Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Pack-Opening auf Liz Ann's Gaming Place. Hallo ihr Lieben, wie ihr seht, habe ich noch eine zweite ein zweites Pack mit drei Welten im Wandel Boostern und einer Celebi-Karte, die wir uns heute anschauen wollen. Letzte Woche haben wir ja bereits eins geöffnet mit, wie ihr gesehen habt, leider keinem Erfolg im Sinne von na, 4X oder ein Tech-Team oder so. Da war jetzt nichts wirklich Wertvolles dabei, leider. Aber vielleicht haben wir ja dieses Mal, wenn ich an die Booster komme, haben wir vielleicht dieses Mal mehr Glück. Wir haben wieder einmal Turtok und Plinthar, was uns nicht viel gebracht hat. Wir haben dieses Mal auch wieder die drei Baby-Pokémon. Und wir haben dieses Mal aber auch Palkia, Dialga und Arceus. Vielleicht bringen die uns ja die gewünschte Karte, die wir brauchen. Dann haben wir wieder so ein Chip von Granderas. Und wir haben wieder die Celebi-Karte. Genau. Und dann schauen wir mal, was uns die Booster bringen. Also nur, dass ihr euch nicht wundert, warum ich mich immer noch erkältet anhöre, wie schon vor 2 Wochen sozusagen. Ich nehme diese Booster Packs, also das Mamion sowie diese drei darauffolgenden Pack Booster gleichzeitig auf. Einfach weil mir es so Spaß macht, das dann zu drehen. Und die sind alle gleichzeitig aufgenommen. Ich hoffe, bis das Video jetzt online kommt, bin ich wieder gesund. Das seht ihr dann in den anderen Videos, die also zeitnah gedreht wurden. Die drehe ich vorab, weil mir das halt, wenn ich diese Booster bei mir zu Hause habe, will ich die halt auch öffnen. Dann macht mir das halt riesen Spaß. Und ich habe jetzt halt so ein Mengen, will ich so ein System für YouTube, für meinen YouTube-Kanal öffnen oder planen. Und da ist mir halt auch wichtig, dass die Booster immer zu regelmäßigen Zeiten rauskommen und nicht. Und halt so praktisch einmal in der Woche. Genau, und deswegen kommen die halt erst so viel später, nachdem ich sie aufgenommen habe, obwohl es mir halt riesen Spaß macht, die zu drehen. Aber es ist halt einfach auch eine Preisfrage. Sonst würde ich noch mehr öffnen. Genau, hier haben wir eine Energie. Bromley und Hala. Inselkönig Hala. Mimikma, das sich versteckt. Eine Pokémon-Puppe von Lilly. Ein Bautz. Paragoni. Alola Slimer, Magnetilo, Griffel und ein Vajaquil. Leider nichts dabei gewesen. Linfa und Turtok scheinen uns kein Glück zu bringen. Vielleicht ja die Baby-Pokémon. Eins, zwei, drei, vier. Wir haben hier eine Blitzenergie, also Elektroenergie, Turner, der Arenaleiter Turner, Surprise, Kirlia, Mirabla, Trasla, Sankabu, Seemops, Wurmball. Oh, und ich sehe da hinten was glitzern. Was haben wir denn hier? Das Mogmog von der Arenaleiterin, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Oh, wie hieß denn die Arenaleiterin? Das ist doch die Gift-Arenaleiterin in, Herrgott, ich hab's immer nicht so mit Arenaleitern. Was ist denn das Schwarz-Weiß in, Gen 5? Ist das doch die, wo dann in Schwarz-Weiß 2 Arenaleiterin ist? Ich glaube, die als neue Arenaleiterin, auch wie der Kirin dann Arenaleiter geworden ist. Genau. Und der ihr Gift Smogmog. Esmogon. Die Karte habe ich auch noch nicht. Die gefällt mir auch. Cool. Und dahinter glitzert es nämlich nochmal. Eine Rainbow-Karte. Choreogel. Geil. Cool. Also, das Pack hat uns jetzt echt Glück gebracht. Zwei Hits. Mensch. Das ist auf jeden Fall schon mal. Oh, jetzt habe ich aber.
Jetzt hat sie mir an meinen Fuß gestochen. ist auf jeden Fall schon mal 200% mehr, als wir bisher, als wir den letzten Pack hatten. Und mehr als, oh, und doppelt so viel, wie wir in Memiums Pack hatten. Echt geil. Aber und wir haben jetzt noch eins. Vielleicht haben wir ja noch mal ein paar Hits drin. Oh, geil. Ah! Also hier finde ich richtig, freue ich mich richtig über die Rainbow-Karte. Die andere ist auch cool. Muss auch sagen. So, wir haben wieder eine Energie. Ein Flamara. Ein Fluffeluff. Willi. Von den Top 4. Pampam. Rotomuff. Tangela. Evoli. Zwirlicht. Chuetesto. Und ein Wailord. Leider nichts mehr, aber wir haben ja zwei. Ihr könnt mir ja gerne mal auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wie diese Arena-Leiterin heißt. Oh, mir fällt es einfach nicht mehr ein. Aber ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, damit ich es wieder weiß. Ich weiß, dass diese Gift-Arena-Leiterin auch schwarz-weiß 2. Das ist immerhin etwas. Ich könnte ja auch sie gar nicht zuordnen können. Und die spielt ja immer Gitarre oder so, glaube ich. Aber ich habe keine Ahnung mehr, wie die heißt. Steht leider auch, glaube ich, nicht drauf. Aber ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, dann weiß ich Bescheid. Genau, und mit dem, dieser geilen Regenbogenkarte, bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Pack-Opening. Tschüss, eure LA, habt euch lieb.